Ja, wir haben hier gestern im Kanal ja über das neue Surface Pro 9 gesprochen. Das da hier und nein, ich muss das jetzt nicht nochmal zusammenfassen, man kann sie einfach nochmal gucken. Und im Nachgang gab es natürlich wieder die übliche Diskussion, was ist denn jetzt besser? Raphael ist doch eigentlich der iPad-Turbo, warum mag er das Surface so sehr? Und das kann das besser, das kann jenes besser. Und ich dachte, komm, ich gieße da noch ein bisschen Öl ins Feuer und sag mal meine Meinung dazu. Kurz zusammengefasst, ich mag ja beide unglaublich gerne und ja, jedes hat seine Stärken und Schwächen und die können wir ja mal zusammen durchgehen. Ich habe extra noch im Archiv gekramt und mein altes Surface Pro 3 gefunden. Schau mal, das so mitgenommen, das Ding. Hier habe ich es mal unglaublich angeschlagen. Da glänzt es so richtig. Da stand auch noch Surface hinten drauf. Inzwischen haben sie ja den Windows-Schriftzug. Das war die erste Alcantara-Tastatur übrigens auch. Die hat sich super gehalten. Das Gerät, ja, ist schon noch ein bisschen kantiger halt. Noch den alten USB-Anschluss. Ich glaube, das war ein kleiner HDMI-Anschluss. Aber der da ist ja immer noch derselbe Surface-Anschluss. Der Kickstand war da noch ein bisschen rustikaler, so vom Mechanismus her. Aber ja, immer noch das bewährte Design. Hier oben hat es einen Riss. Ja, es ist halt Magnesium. Inzwischen sind sie aus Alu, was viel, viel schöner ist. Aber das Ding hat sich gut gehalten und ja, war jahrelang mein wichtigstes Arbeitsgerät. Jetzt sehe ich gerade, dass hier hinten der Akku knapp wird. Moment schnell. So, weiter geht's. Ja, nicht aufgepasst gestern und die Kamera nicht aufgeladen. Nein, das da ist wirklich, war jahrelang mein wichtigstes Arbeitsgerät. Ich habe es mir damals 2014, als es rauskam, habe ich sofort ausgeborgt von Microsoft und dann eines der ersten gekauft, was in die Schweiz kam. Und ja, war mein letztes Windows-Gerät, was ich mir gekauft habe, weil danach kam ja dann 2015 das erste iPad Pro. Das war aber so riesig und nicht sehr portabel und konnte noch irgendwie zu wenig. Das hat das Surface noch nicht abgelöst. Das Surface hat es dann erst so 2015 16 rum, als dann die kleineren iPad Pro kamen, hat es dann komplett abgelöst und ja, seit 2018, wo es halt das iPad Pro gibt mit USB-C, ist der Fall gelaufen. Seitdem arbeite ich eigentlich nur noch am iPad Pro. Liegt auch daran, dass das Surface da so ein bisschen eine Pause eingelegt hat und nicht so wirklich vorwärts kam. Ja, es gab noch das Surface Pro X und Surface Neo wurde auch mal noch angekündigt, kam dann aber nicht und das ist so ungefähr mein Hintergrund und jetzt schauen wir uns mal die wichtigsten Unterschiede an. Ich habe mir natürlich da Notizen gemacht, weil ich teste ja aktuell immer noch Freeform, die neue Notizen-App von Apple. Hier habe ich schon ein Video dazu gemacht. Ich finde sie unglaublich gut, viel flüssiger als beispielsweise Freeform von Microsoft, was ja auf dem Surface leider auch nicht flüssig war gestern im Test. Nein, was sind so die großen Vorteile, das brauchen wir ja nicht mehr, dass wir diesen Weg machen wir Platz. Das war eine blöde Idee, das Surface direkt aufs Touchpad zu legen, was ich ja nutze, um den Mac zu steuern, auf dem die Tonaufnahme hier läuft. Aber jetzt geht es zum Glück weiter mit dem Ton. Nein, was sind die großen Unterschiede der Geräte? Erstens mal, was ich ganz, ganz wichtig finde, weil ich ja sehr, sehr viel auch lese damit, ist das Seitenverhältnis. Das war bei den ersten Surfers ganz schlecht. Das erste und die zweite Generation waren halt 16:9 oder 16:10 rum. Inzwischen, jetzt muss man wieder aufstarten, da kommen wir nachher dazu, das ist auch so ärgerlich beim Surfers. Man muss halt die ganze Zeit ein bisschen warten. Ich zeige es euch erst beim iPad. Was ich an den iPads vom ersten Tag an unglaublich mag, ist das Seitenverhältnis, was halt so 4:3-ish ist. Also oben längs und das Ganze ist viel, viel breiter, wenn man es hochkant nutzt, als, ja jetzt sieht man es, das können wir vergleichen. Das Surface ist halt viel langgezogener. Das Surface ist auch relativ gut, was das angeht, weil es ein 3:2 Bildschirmseitenverhältnis hat, was ich auch mag, aber weil beispielsweise meine Fotokamera schießt ja Fotos in 3:2, da ist es sogar noch toll. Aber
Wenn ich wählen kann, möchte ich doch immer noch lieber das 4:3 des iPads. Das finde ich einfach das perfekte Seitenverhältnis für Tablets, die man halt auch zum Lesen oder mal einfach zum Arbeiten in der Hand hat. Das da ist halt dann schon, wenn man es so in der Hand hat, schon ziemlich, ziemlich lang. Dann, was natürlich der große, unbestrittene Mega-Vorteil aller Surfaces ist, vom ersten Tag an, dass sie den Kickstand, dass sie den Ständer hier hinten einfach eingebaut haben und dass der halt alle Winkel kann. Das ist so genial, das macht so viel Sachen einfacher. Beim iPad ist es ja ein bisschen ein Eiertanz, wie man jetzt Tastaturen anschließt. Die Pro-Modelle haben hier hinten die Pins. Das neue iPad 10 hat die Pins jetzt wieder unten. Macht immer neues Zubehör nötig. Beim Surface ist es einfach einfach, weil der Kickstand halt im Gerät selber ist. Kommt niemand auf die Idee, irgendwas auf die Rückseite zu machen. Die Anschlüsse sind immer hier unten versteckt. Inzwischen sind sie hier drin. Und dann schließt man die Tastatur einfach hier unten an und zack, hält. Muss man da keine komplizierten Magnetkonstruktionen machen. Und eben, wie gesagt, man hat halt alle Winkel, die man haben möchte. Zum Vergleich, beim iPad hat man gar keine Winkel, außer man kauft sich irgendein Zubehör dazu. Und selbst dann hat man halt einfach nur so und weiter runter nicht. Ja, man kann es so hinlegen und so. Das ist ja so ein bekannter Hack, wenn man nicht zeichnen möchte, nutze ich es häufig so im Magic Keyboard drin. Nein, der Kickstand ist, der wird immer noch unterschätzt, finde ich. Der ist einfach, das ist das, was das Surface Pro für mich zu einem unglaublich schlauen Gerät macht. Inzwischen ist er auch nicht mehr so riesig, der Mechanismus hinten. Ja, sieht sogar relativ elegant aus, verglichen mit dem, was wir vorher gesehen haben bei meinem Dreier von 2014. Da war alles schon noch ein bisschen rustikaler. Inzwischen ist das tadellos, hält, funktioniert. Ein bewährtes Design. Dann, da müssen wir nicht mehr groß drauf eingehen, aber was halt das große, große Plus am iPad ist, was ich mir auch sofort wieder notiert habe, ist einfach, die Software und die Apps sind alle darauf abgestimmt. Das ist schon, das kriegt das Surface seit dem ersten Tag nicht hin. Damals beim Surface Pro 3 habe ich ja dann OneNote für mich entdeckt, weil Evernote so unglaublich schlecht oder gar nicht erhältlich war. Die Microsoft-Apps, die sind meistens ziemlich gut auf dem Surface, aber selbst da merkt man einfach, dass sie unglaublich viele Geräte ansprechen müssen und es funktioniert nicht immer. Ja, beim iPad gibt's auch Apps, die es immer noch nicht im Hoch- oder die es nur im Hochformat und nicht im Querformat gibt und solche Sachen sind auch nicht immer ideal, aber insgesamt trotzdem, also der Punkt geht ganz klar ans iPad. So die Software-Erfahrung insgesamt ist auf dem iPad viel geschlossener und das, was es kann, das kann es halt. Und das ist natürlich die Überleitung sofort zum Surface, was halt das volle Windows 11 drauf hat. Ja, Microsoft hat auch jeweils experimentiert mit irgendwelchen halbgaren Windows. Irgendwie RT gab es mal und dann gab es noch Windows irgendwas. Das waren so abgespeckte Windows-Varianten halt für ARM. Inzwischen gibt's das volle Windows, wo man halt alles kann. Und das ist natürlich schon ganz was anderes. Da kannst du auch dein uralt Buchhaltungsprogramm oder ich meine DJ-Software kann ich da noch drauflaufen lassen. Und das ist natürlich schon ein Riesen-Plus für Surface, weil man einfach, ja, alles, was es halt fürs Windows-Universum gibt, das kann man. Ja, hier auf dem Modell ein bisschen eingeschränkt, weil es ja das ARM-Modell ist, wo ein paar Sachen drauf haken und nicht ganz so toll laufen. Dann, was habe ich notiert? Ja, Tempo. Das ist halt auch, das spielt auch ein bisschen mit rein, dass Apple halt Prozessor und Software macht. Die iPads, selbst die billigsten, fühlen sich immer schneller an als jedes Surface, was ich bis jetzt in den Händen hatte. Das ist schon ein großer Unterschied. Aber klar, man kann dann auch wieder sagen, eben, aber das Windows-Ding kann halt viel mehr. Sie muss so ein bisschen abwägen, was einem halt wichtiger ist. Wo das Surface absolut ungeschlagen ist und vermutlich auch nebst dem Kickstand einfach das Beste daran, das sind die Anschlüsse. Erstens, man hat hier eben den uralt Surface-Anschluss, der halt immer noch funktioniert. Also das ist wirklich so toll in Sachen Modellpflege. Und dann auf der anderen Seite hat man die zwei Anschlüsse und ich habe gestern erfahren, das ist ein bisschen sneaky von Microsoft, die Intel-Variante des Surface Pro 9 hat Thunderbolt. Die ARM-Version, die ich hier teste mit dem SQ3-Prozessor, da dem Snapdragon-Dings, die hat kein Thunderbolt, die hat nur USB. Im Alltag habe ich es natürlich nicht gemerkt und ich dachte, ja, die haben jetzt alle Thunderbolt. Nein, haben sie anscheinend nicht. Danke vielmal ans aufmerksame Publikum und ist wirklich immer sehr hilfreich. Nein, genau das müsste das iPad auch haben. Zwei USB- oder Thunderbolt-Anschlüsse plus
MagSafe. Nein, nicht das MagSafe da, was man hinten ans iPhone macht, sondern das MagSafe vom MacBook Pro. Das wäre ein richtiges iPad Pro. Mit diesem einen Anschluss ist es einfach knausrig. Ja, hier hat es auch einen Anschluss. Wo ist er da unten? Der ist einfach nur für Strom. Das ist eine gute Notlösung, aber es ist einfach nicht ideal. Und McDonald's kann man auch viel. Das ist einfach so viel bequemer am Surface, dass man da diese vielen Anschlüsse hat. Dann wieder ein Punkt fürs iPad. Das iPad gibt es halt in so vielen verschiedenen Größen. Es gibt ein Mini, es gibt ein riesiges Pro, dann gibt es die Modelle dazwischen. Beim Surface ist da die Auswahl nicht ganz so groß. Ja, das Surface Mini, was es mal gab, ist ja verschwunden. Und das Surface Go geistert, gibt es das eigentlich noch? Doch, das gibt es, glaube ich, noch. Also die Auswahl bei den Surface-Modellen. Und fairerweise muss man sagen, wenn man natürlich alle Surfaces mitrechnet, die Laptops auch und vor allem das Surface Studio, dann ist die Auswahl schon größer. Aber als ich mir damals das Surface Pro 3 gekauft habe, fand ich es ehrlich gesagt ein bisschen groß. Hat gerade noch so knapp in meine Tasche gepasst. Das da finde ich auch so als Laptop-Ersatz sehr gut, aber als Tablet hätte ich es eigentlich lieber ein bisschen kleiner gehabt. Dann, was habe ich noch notiert, was man anschauen muss? Ah ja, die Tastaturen natürlich. Ich mag ja das Magic Keyboard sehr, da haben wir schon einige Videos dazu gemacht. Wirklich sehr, sehr gut. Was ich aber noch mehr mag, ehrlich gesagt, ist die Tastatur am Surface Pro, weil man die nicht nur flach nutzen kann, so sieht man es besser, sondern man kann sie dann auch anwinkeln und schräg schreiben ist nochmal bequemer. Klar, man kann sich irgendwas unter das iPad legen, dass es auch ein bisschen schräg wird, aber so ist es einfach, finde ich, am idealsten gelöst. Und was das Surface auch sehr schlau macht, ist halt das Stift versteckt. Ups, da. Da ist der Stift, der kommt in die Tastatur rein, den legt man da einfach rein. Ich habe es gestern im Video auch vorgeführt, man kann es auch falsch machen und meistens dreht es ihn dann. Jetzt wieder nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn man ihn reinwirft, klappt es eigentlich immer. Also das ist wirklich tadellos und man verliert ihn halt auch nicht am Flughafen, weil es zugeklappt ist. Beim iPad ist der Stift am iPad selbst hier oben und er fällt halt mal runter, mal weg am Flughafen oder wenn man es blöd aus der Tasche zieht. Ganz viele Leute haben mir geschrieben, warum macht's Apple nicht auch so wie Microsoft? Ich würde es mir ehrlich gesagt auch wünschen, aber es hat einen großen Nachteil, die Microsoft-Lösung. Ich bin häufig mit dem iPad unterwegs und habe nur den Stift dran. Und ich will die Tastatur dann gar nicht haben, ich will nur den Stift haben. Und das geht natürlich nicht, weil bei Microsoft klebt der Stift an der Tastatur. Und das ist auch nicht immer ideal. Also so die ultra perfekte Lösung wäre weiterhin, wenn man den Stift in den Geräten versenken könnte, aber das hat bis jetzt noch kein Hersteller so richtig hingekriegt. Ja, Samsung dabei den Note 10 ist mit diesem Zahnstocher-Dings, da geht's, aber so ganz ideal ist es nicht. Und apropos Zubehör, was das iPad natürlich auch voraus hat, ist, es gibt wahnsinnig viel Zubehörhersteller dazu. Ich habe mir neulich eine wunderschöne Lederhülle gekauft für eine magnetische Lederhülle gekauft für mein 2018er iPad Pro und beim Surface ist die Zubehörindustrie einfach noch nicht so recht in die Gänge gekommen, ehrlich gesagt. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Dann, was habe ich noch notiert? Ja, halt so die großen Nachteile können wir auch noch schnell anschauen. Beim Surface halt, was mich wirklich im Alltag nervt, ist dieses Aufstarten. Wir haben es auch wieder gesehen, man muss halt die ganze Zeit warten, bis das Gerät parat ist. Gerade wenn man es nicht alle 5 Minuten nutzt oder sowas, dann Windows Hello, das Entsperren per Gesicht funktioniert bei mir einfach lausig. Das wirkliche nicht zu Ende gedacht. Ich weiß nicht, warum das nicht besser wird. Und das war die ganz, ganz große Kritik gestern halt. Unter ARM laufen einfach so viele Apps so schlecht, dass es nahezu peinlich ist. Also ich weiß wirklich nicht, warum Microsoft sich da nicht mehr Mühe gegeben hat. Da habe ich mir wirklich mehr versprochen davon. Die großen Nachteile beim iPad, die kennen wir ja auch schon. Keine Benutzerkonten, was wirklich surreal ist, dass ein Computer das immer noch nicht hat. Webcams kann man nicht anschließen. Pro-Apps funktionieren nicht und Bildschirmsupport kommt jetzt dann langsam mal. Aber nur bei den Profimodellen und da nur mit Stage Manager und auch ein bisschen eingeschränkt. Und ja, das sind so die Vor- und Nachteile des Ganzen. Und jedes hat seine Stärken und Schwächen, wie ich gesagt habe. Mal, wer wirklich nur einen Laptop möchte mit vollem Betriebssystem, greift eher zum Surface.
Wer die elegantere Nutzererfahrung möchte, der greift eher zum iPad. Aber ansonsten sind sie halt auch inzwischen sehr, sehr ähnlich. Inzwischen haben alle LTE drin, sie haben schnelle, schöne Bildschirme. Touchscreens funktionieren auf allen sehr gut. Also das ist wirklich, ja, am Schluss muss man sich einfach entscheiden, in welchem Universum man gerne unterwegs sein möchte und was man damit machen möchte. Aber etwas muss ich euch auch noch zeigen, was ich wieder gefunden habe. Meine Lieblings-Surface-Werbung. Ich verlinke die unten am Video, aber ich zeige euch schnell den Anfang davon. Die ist mir jahrelang nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und die war dann auch verschwunden im Internet, aber jetzt habe ich sie wieder gefunden. Irgendjemand hat sie wieder neu hochgeladen, vermutlich. Die ist so großartig und so bösartig. Und ich als Fan beider Geräte kann damit sehr gut leben. Und ich hoffe, ihr könnt es auch. Müsst mal schauen. Grandma, don't run out and buy an iPad. Fine, when I was 6, but now I'm 10. My dreams are big, so I need a real computer to do all the amazing things I know I can. Ja, ja, und da geht's weiter. Und jetzt läuft's euch sicher auch nach. Wirklich so ein Ohrwurm, dieses Lied. Grandma, don't run out and buy an iPad. Das Kind braucht einen richtigen Computer. Das iPad war ja noch toller, als es 6 war, aber jetzt ist es 10. Ich liebe diese Werbung, sie ist so unendlich bösartig und ein paar Punkte davon kann man ja wirklich unterschreiben, aber klar, das ist halt typisch amerikanische Werbung, vergleichend bösartig und ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich weiß schon, kann mir schon vorstellen, warum man sie im Internet nicht mehr so ganz gut findet, weil inzwischen hat sich's auch ein bisschen überlebt, aber ich musste die auch einfach noch zeigen. Ich habe so Freude, dass ich sie wieder gefunden habe. So ein Ohrwurm, dieses Lied. So, jetzt haben wir aber lang genug über Surfaces und iPads gesprochen. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt mir es doch unten in die Kommentare. Habe ich etwas übersehen? Ein Riesenvorteil des einen gegenüber dem anderen? Schreibt mir das unten hin. Ich bin sehr gespannt und diskutiere weiterhin sehr, sehr gerne mit. Sind ja meine Lieblingscomputer, die zwei. Also das ist immer so ein bisschen schwierig, die zwei gegeneinander auszuspielen. Ist fast so, wie man sich entscheiden muss, welches seiner Kinder das man nun lieber mag. Ja, nein, ich mag sie beide. Falls ihr das Video mögt, Daumen nach oben, was ihr findet. Windows und iPad kann man doch nicht vergleichen, ist ganz was anderes. Äpfel und Birnen, Daumen nach unten, was ihr noch nicht habt. Abo abschließen und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo es dann vermutlich nicht schon wieder um Surface geht. Aber ich habe wirklich große Freude gehabt an diesem Test und dachte, komm, wir machen da gleich nochmal was, weil so viele Fragen gekommen sind.